Hallo und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Wir haben Donnerstag, den 31. Januar 2019. Der Monatswechsel steht an, durchaus von Bedeutung. Und tja, bisher verlief die doch impulsreiche Woche für den DAX relativ harmlos. Wir bewegen uns auf Startniveau im Gegensatz zum US-Markt, wo die Rallye noch fortgeführt werden konnte, aber der DAX davon eben so gar nicht profitieren konnte. Mal schauen, ob sich das heute zum Monatwechsel noch ändern kann, denn ich hatte euch ja zum Wochenausblick geschrieben, dass speziell die Zone hier 11.150, 11.230, die zwei Retracements auf Monatswechselsicht interessant sind. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum der DAX nicht so recht hinauskommt. Das könnte ein Grund sein und eben auch der Verfallstermin im Februar, am 15. Februar, wo die Positionierung, hatte ich auch schon erwähnt, an der 11.200 relativ stark sind. Also eine Abrechnung an der 11.200 zum 15. Februar ist sehr unwahrscheinlich. Deswegen klebt der DAX vielleicht unten und hat so eine Underperformance gegenüber dem US-Markt. Aber hier ist die aktuelle Monatskerze, das ist der DAX-Monatschart. Jede Kerze stellt einen Monat dar. Das war der Dezember, der sehr rote Dezember. Hier haben wir nun eine Januarkerze innerhalb des Dezembermonats ausgebildet. Die neutrale Spanne war hier vom Retracement 10.570, sind punktgenau dort gestartet. Das war vielleicht ein bisschen Hinweis, dass der Monat grün werden könnte. 10.570, punktgenau gestartet. Und wir hätten dann eben eine neutrale Spanne Richtung 11.230. Zum Monatswechsel wäre diese interessant. Kommen wir im neuen Monat oberhalb raus, könnten wir im Februar noch kleine Zugewinne ermöglichen. Na, können wir noch etwas ansteigen. Das große Konsolidierungsziel 11.500 wäre da zu nennen. Ah, vielleicht sogar die 11.700. Aber da müssen wir jetzt wirklich zulegen können. Das ist nur die Frage. Wenn nicht, wir bleiben direkt unterhalb. Es ist durchaus möglich, beziehungsweise relativ wahrscheinlich sogar, dass wir mal deutlich unter die 11.000 fallen im Februar bereits. Gut, also die neutrale Spanne hat der DAX im Januar durchlaufen von 10.570 bis 11.230. Jetzt ist der Monatwechsel interessant. Wie werden wir rauskommen? Oberhalb, dann die Chance, dass wir doch noch mal ein paar kleine Zugewinne sehen. Das große Konsolidierungsziel. Oder im Februar unterhalb Start und dadurch gleich wieder etwas unter Druck stehend. Da kann gleich die 11.200 ein Monatshoch darstellen. Also durchaus wichtig, durchaus spannende Zone. Auffällig ist auch eben die Divergenz zum US-Markt, welche immer weitergelaufen ist. Erinnert an die Hosse, wo der US-Markt stets weitergelaufen ist als der DAX. Und der DAX hinterher gedackelt ist. Diesmal wieder. Er hängt hinten fest, kommt nicht hervor. Und ja, das ist ein bisschen auffällig. Wenn die US-Indizes doch nochmal wie ihren Bogen nach unten schlagen, wird der DAX diesen wahrscheinlich wieder kräftig mitnehmen und könnte dann die zweite Abwärtswelle starten. Aber das ist heute dann ein sehr interessanter Tag noch. Der DAX kann heute noch aufholen. Wichtig ist halt eben der Monatswechsel, ob dieser eben oberhalb der 11.230, dieser oberhalb der 11.230 gelingen kann. Gut, zoomen wir hinein in den DAX-Wochenchart. Hier sehen wir unsere aktuelle DAX-Wochenkerze, ein kleiner Doji. Wir sind unverändert, haben nur wenig Bewegungen gesehen. Ist halt trotzdem auffällig, weil die US-Märkte eine starke Aufwärtsbewegung wieder erlebt haben. Und ja, die Widerstände, Unterstützung sind unverändert. Auf der Unterseite wurde das Gap bei 150 nun geschlossen, ist nun ein wichtiger Support. Darunter geht es Richtung 11.040, 11.000 und dauert dann nochmal Richtung 10.870. Dann wird man wieder in diesen Abwärtstrend hineintauchen und ein Verkaufssignal generieren. Würden wir heute wahrscheinlich eher nicht sehen. Die 150 wäre dann nochmal interessant. Auf der Oberseite die 11.270, 275, das Wochenhoch. Falls man dieses nochmal anlaufen, geht es Richtung 11.310 und eben der EMA 200 bei 11.350. Der verfolgt uns jetzt schon seit 3 Wochen und konnte stets nicht getestet werden. Erst oberhalb der 11.350 würde sich das Bild auffällen über die 390 zur 11.490, welches das große Konsolidierungsziel wäre nach der Bewegung von der Support zu 10.200, 10.700. Das hatte ich euch am 23. Dezember auch formuliert. Könnt ihr gerne auf der Website nochmal nachlesen, diesen Artikel. Werden wir es denn noch schaffen? Die Auffälligkeit ist der US-Markt, diese große Divergenz. Also 3,50 wichtige Zone, 3,10, 3,50, oberhalb 3,50 wäre eben ein weiterer Sprung noch möglich. Unterhalb orientieren wir uns eher wieder Richtung 11.000. Zoomen wir nun hinein
in den DAX Tagesschart. Links der Future, rechts der Xetra DAX. Und auch gut zu erkennen, dass wir nur eine Seitwärtsrange bisher gesehen haben und Signale vermeiden. Aber wir haben eben den Aufwärtstrendkanal, der wurde gestern verlassen. Wir sind direkt unterhalb gestartet. Das war schon ein bärisches Signal. Durch den Start unterhalb des Trendkanals war die Tür offen für das Gap Close bei 11.150. Das hat er dann im Tagesverlauf auch gut geschlossen, um sich danach wieder zu stabilisieren. Aber er konnte sich sehr gut stabilisieren, weil die US-Indizes sehr, sehr stark aus dem Handel gegangen sind. Heute dürfte dieser Aufwärtstrend wieder in den Fokus rücken. Der verläuft bei knapp 270 heute, wie praktisch, also 11.270. Erster wichtiger Widerstand. Auf der Unterseite wird der DAX ein Gap schlagen. Wo wird er ein Gap schlagen? Bei 11.215, also 11.215 heute interessant. Wenn er denn wirklich ein Gap schlägt beim Xetra DAX, das ist ja nur noch offen. 11.215 ebenfalls Support und 11.270 der erste wichtige Widerstand. Oberhalb der 11.270, 275 das Wochenhoch, wäre eben die Spike-Bewegung hierhin möglich. Das sind die kleinen Durchschnitte Richtung 310 oder eben auch die 350, welche ich euch im Wochenchart eben gezeigt habe. Hier kommt auch der EMA 100 im Xetra DAX auf diese 350 runtergelaufen. Diese Spike-Bewegung wäre möglich, wenn wir wirklich abermals die 270, 275 anlaufen. Könnte man nochmal drüber spiken über 310 und 350 und dann diese Marke, die wir seit 3 Wochen schon anvisiert haben, nicht erreichen können, doch noch zu testen. Erst oberhalb, weitere Aufhellung. Gut, also falls wir 270 nicht treffen, also nicht mehr in diesen Aufwärtstrend hineinlaufen hier, den wir gestern erst verlassen haben, dann bleibt die Spanne eben von der 270 zur 215 und von der 215 geht es nochmal Richtung Wochentief bei 150 und falls die 150 nicht halten kann, dann geht es Richtung mit Zwischenmarke 11.000, knapp 11.100 zu 11.040 und 11.000. Da kommt auch das mittlere Bollinger Band heute hochgelaufen. Ne? Das wird dann wahrscheinlich die 11.000 stärken. Aber da müsste es einen Impuls geben, ne? Dass wir jetzt nach diesen vielen kleinen Tageskerzen, die natürlich auffällig sind, die werden irgendwann mit großen Tageskerzen aufgelöst, dass die jetzt ein so lange rote